Ja, ich muss jetzt was Neues finden. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich nehme mein Studium wieder auf und mache noch meinen Doktor. Im Doktorandenseminar ja aufgegeben, weil ich bereits die Wühlmäuse gegründet hatte und so. Und es ärgert mich bis heute, dass ich so kurz vor dem Ziel das nochmal weggeschmissen habe. Ich meine, brauchen werde ich es nicht, aber das wäre die eine Herausforderung. Die andere wäre, ein Theater aufzumachen, was zentraler liegt und einen ganz anderen Spielplan bedient. Und das Dritte wäre, ja, Kind adoptieren werden sie mir im Alter nicht mehr gestatten. Das wäre das Beste eigentlich. Aber nö, also ich weiß noch nicht genau. Jedenfalls, ich finde. Jürgen Wölfer spricht auch davon, den habe ich ja auch interviewt. Der hat auch gesagt, am liebsten würde ich noch mal ein Theater aufmachen. Es macht wirklich Spaß, Ja, aber ich ja. meine, Spaß macht es auch, nach neuen Wegen zu suchen. Weil ich weiß, ich werde irgendwas finden, aber ich weiß noch nicht genau was. Toll. Hast du Angst vor dem Tod? Gibt's und gibt es ein Leben nach dem Tod? Glaubst du das? Also, ich glaube es eben leider nicht. Wir haben ja sehr recht, aber ich glaube nicht dran. Und sag mal, mich auf den Tod freuen tue ich wirklich nicht. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, ich möchte nicht, wenn ich krank werden sollte, noch lange da vor mich hingammeln und eigentlich nicht mehr mitkriegen, aufgrund von Maschinenmedizin noch lange am Leben erhalten werden, obwohl das eben für mich dann kein Leben mehr ist, das würde ich vermeiden. Da werde ich jetzt auch demnächst eine entsprechende Verfügung unterschreiben. Das habe ich schon längst gemacht. Ja, aber ich habe sie zu Hause liegen, ich habe sie noch nicht unterschrieben. Und ansonsten aber, ich gehe ja, auch als Optimist eben einfach davon aus zu sagen, also erstmal will ich 100 werden und dann sehen wir mal weiter. Gut, ich glaube, du bist auf dem guten Weg dazu. Das mit deinem Vater hat mich natürlich unglaublich berührt. Früher hätte ich 50 nicht so als jung, aber der ist ja praktisch mit 51 gestorben. Nein, da hat Oder? er den Schlaganfall bekommen, wo eben ein Arzt sagte, ja, Erkältung anstatt.